Ein Geheimnis, der vom Höfling Ingrid Zweifel am Asatruischen Glauben. Skandalös. Die Geschwister von meinem Herrscher sind einfach alle tot, ne? Das ist... Ah, schon irgendwie... Ja, das Kult hat natürlich verloren. Warum auch nicht? Noch ein Sohn mit dem Namen Egil. Oh, endlich, dieser KI-Krieg ist vorbei. Ah, Jans Charakter führt erfolgreich Krieg gegen Sieland. Unterwerfungskrieg. Okay. Der führt sogar zwei Unterwerfungskriege zugleich als Verteidiger. Oh je. Ja, warum auch nicht? Vielleicht sollten wir Halmstadt mal ins Auge fassen. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Du greifst Frankreich an. Ach nee, nicht du, sondern also Alba greift, ist gerade mit den Franzosen im Krieg, also den Westfranken. Schwach. Das ist immer noch dieser komische Krieg mit Italien, weil ich irgendwann mal mit Bayern verbündet war und seitdem geht's da auf dem europäischen Festland nur ab. Aber ich halte mich da raus. Westfranken hat ja auch weite Teile Norditaliens jetzt erobert, ne? Ja. Nicht erobert, die haben das geerbt. Ja, oder geerbt, aber auf jeden Fall, die sind schon ganz schön bedrohlich inzwischen, ne? Interessant. Es nochmal mit den Räubern. Entweder klappt es oder klappt es nicht. Egal. Ich brauche die Kohle. Gimme all the cash. Warum kann ich die Armee nicht anführen, weil ich eine andere anführe? So. So, ich kann meine Verlobte heiraten. Das klingt gut. Mögen sie auch Herkuli werden. So wie ich. Verliere 100 Prestige durch die Heirat. Naja. Ist jetzt nicht so toll. Ich weiß auch nicht, wen er sich da ausgesucht hat. Na denn. Häuptlingstum von Färöer überfällt mich. Ihr Schweine. Die Färöer. Färöer. Aber jetzt hau ich euch auf die Omme und nehme mir meine 4 Goldstücke, die ihr mir gemobst habt, wieder. Oh nein, ich habe jetzt auch einen nackten Charakter. Aha. Die Häresie. Passt ja zu dir und deinem Haus. An deinem Hof, oder? Ja, ich kann die einkerkern. Wo ist sie denn? Oberhäuptling. Dat Rutland. Ach so, das ist so eine Bürgermeisterin. Nee, ist sie ja gar nicht. Warum ist denn die überhaupt bei Wo mir? Wo kommt die her? Ach, ich hab die gerade erobert. Die ist aber katholisch. Warum ist denn die nackt?
Da würde ich mal eine Nachforschung anstellen, ja. Also, Hilfe. Mein Enkel wurde gefangen genommen. So, du Sohn, du bist zwar erst 3, aber du kriegst eine ganze Grafschaft, bitte. Nur eine? Gönn dir. Ach, ich hab schon wieder Label. Die ist Ehebrecher. Achso, ich kann sie nicht einkerkern, weil sie nackig ist, sondern weil sie eine Ehebrecherin ist. Hm. Das geht natürlich gar nicht. Ja, aber ich will die gar nicht einkerkern. Das würde mir das bringen, gar nichts. Das ist manchmal so, ja, ich könnte sie einkerkern, schon, Spiel, aber nur null. Einfach so einen random Höfling in den Kerker schicken. So, dein einer Sohn plündert mich. Nee, dein Bruder, Basti. Hm? Dein Bruder plündert mich. Da sind ja gar nicht mehr so viele von am Leben. Der hier, der Häuptling Hauk Björnsson. Nee, der von Upland. Ach, der. Oder das ist ja gar nicht dein Bruder, das ist dein. Gott sagen, mehr habe ich gar nicht mehr. Wir sind gar nicht mehr da. So, die Räuber sind da, Freunde. Jetzt wird geplündert. Hoffe ich doch. So, ich habe eine Hexe entdeckt. Was mache ich denn mit ihr? Kill it with fire. Jo. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, dass dann irgendwie, dass man einkerkern, dass die damit einverstanden sein müssen. Es wird nicht annehmen, sich einkerkern zu lassen. Ach so, okay. Ja, beziehungsweise sie rebellieren dann halt, ne? Ja. Sie gehen quasi nicht freiwillig in den Kerker. Aber es klingt schon ein bisschen komisch, das stimmt. Oh, wenige Champignons. Dann holen wir uns doch noch ein paar. Oh, der Kleinkönig von Wessex hält einfach 4 Herzogtümer. Das gibt, glaube ich, ordentlich Mali gegenüber den Vasallen, kann das sein? Ja. Sie hassen ihn. Block ist auch wieder da. Hallo. Schön, dass du auch wieder da bist. So, wir haben geplündert, dann hauen wir sofort wieder ab. Und schiffen auch gleich wieder ein. Wir bringen das Geld jetzt sofort zurück.
damit uns dieser Quatsch mit diesem angegriffen werden nicht nochmal passiert. Ach, also mir geht's ganz gut, Block. Frag grad nach, wie geht's euch so, Burgherr und Burgbewohner? Ist Alba gleich an einem kleinen Angriff auf die Hybriden interessiert? Grundsätzlich immer, aber irgendwie ist meine Armee im Moment ein bisschen schwach. Schwach auf... Ja gut, der hat ja nur 1200. Ja. Ich hab 2100, du hast 1800. Let it rip, würde ich sagen, oder? Ja, dann mach halt. Dauert nur... Ich brauche 12 Monate Vorlauf. Ach du lieber Himmel, und dann kommst du jetzt? Ich brauche halt erst noch Anspruch. Ich habe halt gerade überlegt, auf wen ich einen Anspruch fingiere, weißt du? Ach, willst du mir hier mein schönes, willst du in mein Schottland einfallen, in mein super Alba? Nee. Das super Alba. Ich grenze doch gar nicht an dich. Du willst da hinten die Hybriden willst du haben, ja, okay. Ich will Lincolnshire, weißt du, dann können wir beide unabhängige Kriege erklären. Dann werde ich meinen Sammelpunkt mal da unten nach Norfolk setzen. Musst du ja gar nicht, du kannst ja dann einen Krieg für eine andere Provinz erklären und dann teilen wir, dann können beide was erobern, weißt du? Ach so, cool, dann hätte ich gerne Lancashire. Hey. Lancashire. Wallah, wach, wachabach. Es wird schon wieder klingonisch. Say what? Genau. Kapla, mein Freund. Kapla. Manche Leute, die ich hier habe, die sehen auch meine Familie irgendwie, also von dem Charakter, den ich jetzt spiele, die Eltern, die sehen auch aus wie Klingonen. Hat Lys, oh. Autsch, ja. Autsch. Genau das. Und Liebesbläschen. Na denn. Und der ist im Gefängnis. Mein Vater, ja. Oh Mann. Ich weiß halt nicht genau warum, aber es wird schon einen Grund haben. Er könnte damit zusammenhängen, dass er ein Sadist und lüstern ist. Zum Vielleicht. Beispiel. Aber Sadist ist ja eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Zumindest erstmal nicht für ihn, ne? Ja. Höchstens für andere. Meine ehemaligen Gefängnisinsassen können darüber ein bisschen was sprechen. Wenn sie denn noch sprechen könnten. Oh, mein Cousin wurde in der Schlacht erschlagen. Ja, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Mhm. Snorri, yay. Wählen wir Snorri zum Nachfolger, den Kerngesunden. Auch wenn er noch keinen Titel hat. Das kann sich ja noch ändern. Snorri Boy. Schnorrer der Titellose. Mhm. Ich meine, ich könnte ihm einen Titel geben, gar keine Frage. Das Problem ist nur... dass ein Event dazwischen kommt. Was? Feuer und Blut. Endlose Beute. Yes. Gut. Was wollte ich sagen? Das Problem für Schnorri ist aber, dass das Ding gar nicht ihm gehört, ne? Gehört das mir? Tatsache. Ach, die Hybriden werden schon angegriffen für die Provinz, die ich erobern will. The Hebrides are already at war. Die werden von deinem Vasallen angegriffen. Aha.
Und von einem Vasallen von Wethex. Halbschwester können wir verheiraten. Bündnis mit Pskov. Gottes Willen, diese riesigen Listen hier. Euer Ruhm ist bekannt. Beute abgeliefert. Sehr schön. Wir sind jetzt hervorgetan. Das ist ja toll. Onan der Zerwühler. Was hat der denn gemacht? Ein kleiner Herkules. Ich zerwühle dich gleich auch, doch. Hier bei Alba im Königreich, hier der einjährige Onan der Zerwühler. Ja, nee, meine Kriegspläne muss ich begraben. Die Hybriden werden den Krieg verlieren. Das wird nix. Machen wir das mal so. Vielleicht Onan der Zerwühler, ja. Mhm. Kann nicht mehr verschickt werden. Interaktion Y. Sind verwandt? Oh. Okay. Sie hat sich wohl selbst verheiratet in der Zwischenzeit. Okay. Dann eben nicht, wenn du nicht willst. Warum ist Ostanglien eigentlich eine Republik? Was ist da bei dir passiert? Okay. Also du willst keinen Krieg mehr führen jetzt? Nee, die Provinz, die ich erobern kann, die wird schon erobert. Okay, dann erkläre ich jetzt den Krieg. Jarl Harkon, zu schwach ein Ultimatum zu stellen. Und ich denke, das wird auch erfolgreich sein, weißt du? Puh, das wird nicht funktionieren. Jarl Harkon. Geht ja nicht, hm? Was? Das würde er nicht machen, logisch. Dann muss ich erstmal die Grafschaft erobern. Kann ich ihn unterwerfen? Aber gerne So, mein Neffe wird erstmal in den Champion-Dienst gezwungen. Vielleicht hat sich das Problem dann bald von selbst erledigt. Das wäre zumindest ganz praktisch. Irgendjemand kann heiraten? Ja. Oh, nein. Sowas. Ah, lass mich raten. Der einzige Champion, der fehlt, ist der, den ich sterben sehen will. Wie?
Och, der Papst. Mhm. Ich kann den Papst verdammen. Ja. Mhm. Du auch? Ja. Da verliert er jeweils eine Hingebungsstufe für. Ja. Was ist er denn jetzt? Immer noch fromm. Ah ja. Bin überfallen. Skandalös. Machen wir das. Du machst wieder das. Beute abgeliefert. Sehr schön. Königin ist schwanger, das ist auch gut. Oh, Wessex ist im Bürgerkrieg. Und ich helfe ihm natürlich nicht. Ich will doch, dass das alles in die Luft geht. So. Aufgebote bleibt Ackerland unbestellt. Ja gut, das ist jetzt euer Problem. Da kann ich jetzt auch nichts machen, liebe Leute. Laufen bald feindliche Armeen durch die Gegend, ey. Da oben. So, gesammelt, dann auf geht's. Wir müssen erobern. Das Irland hat hier Kriege ohne Ende. Jetzt hat mich einer deiner Vasallen in den Krieg gerufen. Ja. So ist das halt mit Bündnissen. Mhm. Ja, aber... Frag mich mal, was hab ich mit Bayern zu tun? Jetzt bin ich damit fast ganz Schottland im Krieg. Ja. Ja. Oder nur weil so zwei Hone Peoples da von dir sich nicht riechen könne. Ach, die wollen nur spielen. Hoffe ich. Sechs Monate Belagerungszeit. Das kriegen wir hoffentlich verkürzt. Niedrige Gemeindekontrolle in Westgotland. Schauen wir mal, ob der Ratsmarschall da was hinkriegt. Mit 8 Punkten. Nee. Nicht ideal. Aber mal gucken. Vielleicht kann das ja trotzdem noch einigermaßen ohne Probleme abschließen. Soll denn Vormund sein? Ein Champion, aggressiver Anführer.
finde das übrigens gut, dass Wessex sich so selber zerlegt. Lassen wir das mal machen. Gut. Ach, Sjelland hat auch Kent hier im Osten von England, okay. Mhm. Ja, da werde ich jetzt aber mit meinen Truppen wohl kaum hinkommen. Außer zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es sich dann noch anbietet. Ah, Jarl Wein von Smaland erklärt mir den Krieg. Östergotland will er erobern. Na, warte. Ich sag ja manchmal, da sind die so unverschämt, ne? Ja. Richtig unverschämt, ja. Toll, einer Sohn hat die ganze Zeit seine Frau eingekerkert und macht deswegen keine Kinder. Ja, lasse doch frei. Das werden wir aber so nicht schaffen, liebe Leute. Ich kann nicht beide Kriege erfolgreich führen, das wird nicht gehen. Laden. Ja, them Lollards are coming. Mhm. Die Lolladen sind da. Ja, ist doch gut. Ist doch schön für sie. Hey, Novgorod mitten in Europa. Mhm. Warum auch nicht? Ja, alles gut. Gott, sind das viele Truppen wieder hier. Uiuiuiui. Wird überfallen, auch das noch. So, das haben wir plus 12%. Ui, ui, ui. Große Armeestärken hier. Das wird ja schwer. Bisschen Lösegeld rauspressen. Meine Säuglinge Thordis und Knut, Zwillinge. Das sieht doch gut aus. So, Lösegeld wird angenommen, sehr schön. Dann nehme ich mir keine Söldner, weil die alle zu teuer sind und sonst nicht verfügbar. Na super. Da will man sie sich mal holen und dann ist die Hälfte davon nicht verfügbar. Na super. So, diesmal werde ich mal den Befehlshaber machen. Das alle Truppen, die wir hier haben. 9 Jahre, ach du liebe Zeit.
Nein. So, ein paar mehr Truppen. Nein. Was würfelt der denn hier schon wieder? Mann, Mann, Mann. Tja, mit denen brauche ich mich nicht prügeln, die werden mich platt machen. That's not good. Ja, ich bekomme Unterstützung. Nee, der geht einfach nur vorbei. Okay. Ob ich die 10 jetzt habe oder nicht, das ist auch egal. Also die Smaland-Truppen, die sind jetzt schon ziemlich übermächtig. Kann die nicht besiegen im Feld. Und wo ist mein Verbündeter? Wo ist Jan, wenn man ihn braucht? Der steht da unten rum. Was macht denn der da, die Armee von Tunsborg? Der chillt. Der belagert das? Ne, das ist doch schon erobert. Besetzt von Jarl Halfdan. Halfdan, warum kommt der nicht hoch? What is he doing? Jetzt lass ihn doch mal, vielleicht hat er einfach keinen Bock. Ja, dass man jetzt auch keinen Verbündeten wirklich rufen kann. Also er ist im Krieg, aber er macht ja nichts. Das ist so... Komm her, Junge. Lass uns eine Armee bilden und dann schneiden wir durch die Feinde hindurch. Da haben die keine Chance mehr gegen 3000, fast 4000 Mann. Über 4000. Das ist doch nicht so schwer. Und stattdessen steht der hier rum und macht gar nichts. Ja. Toll. Super. Was machten die Armee von Gdansk hier eigentlich? Ach, das sind die anderen Kriege hier. Pomerellisch-Sjelländischer Unterwerfungskrieg, alles klar. Ja gut, so, wo latschen die jetzt hin? ...3300 Mann gegen mich, uiuiui. No chance in hell. In der Hölle hättest du sowieso nie eine Chance gehabt. Stimmt. Sie marschieren jetzt hier nach Süden. Was wollen die? Wollen die nach Lödöse? Ich kann das nicht abschätzen. Lödöse? Ja, das heißt so, dass, also es wird mit Doppel-Ö geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob man es auch so ausspricht in Schweden. Keine Ahnung. Lödöse. Lödöse. Dürfte ich mal ihre Lödöse sehen? Die Schwein! Das klingt wirklich ein bisschen verdächtig. Solange das nicht mit einer Friedhöse verwechselt, ist alles okay. Die Lötöse in die Friedhöse, das kann böse enden, ja. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ja, sie kommen. Sie wollen den Stamm dort angreifen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz beschissen wäre, wenn sie mich hier bei meiner eigenen Belagerung mit unterbrechen würden. Weil sie sind ja genug Soldaten, ne? Bis dahin habe ich leider auch nicht die Belagerung abgeschlossen. Dammit, das wäre richtig bitter. Das wäre super bitter. Aber ich kann nichts tun. Was soll ich machen? Soll ich mich wieder ausschiffen und bin eh zu spät? Kann mich auch gleich besiegen lassen. Kreuzritterkönige, was? Deus Ulk. Tür wird uns beschützen, was? Papst Marinus, eine Invasion durch vereinte christliche Heere. Ei, oh, Anspannung, ei, ei. Wieso kriege ich denn so viel Anspannung? Ja, sie greifen mich an. Jawohl. Super. Tja, dann bin ich jetzt platt. Vorerst.
Und ich habe nicht mal die Belagerung hier zu Ende gebracht, wie schwach. Mann, 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 Mann. Man, man, man. Wir würfeln beide man, Null zu man, Beginn. Man. Ist auch nicht schlecht. Oh weh, meine Tochter Hafrid und Swanhild, der Nachwuchs von Jarl Botulf, sollen sich zum Spielen treffen, doch das Vergnügen fand ein jähes Ende. Zum Spielen? Snorri wurde verwundet. Der Erbe wurde gefangen genommen. Eine Fraktion, die euch zum Ziel hatte, hat sich aufgelöst. Ja, wollte ich das vielleicht? Ja gut, das kann schon sein. So, jetzt habe ich aber niemanden mehr, der richtig spionieren kann. Eine gescheite Dame hätte ich noch, Borg. Eigenwillig und gescheit. Unsere Frau Botild ist aber auch nicht so gut. Ich bin 57 und meine Frau ist nochmal schwanger. Die wird doch bestimmt... Ich weiß doch wieder, was da gelaufen ist. Das war hier bestimmt der König von Schottland. Nee. Ich bin... Ja. Ich bin sehr tugendhaft. Und ich bin jetzt auch, genau, ich bin jetzt gläubig. Und nicht mehr sündig. Hä? Wieso geht's um das Häuptlingstum von Kent? Was hab ich denn gemacht? Wieso greife ich denn Kent an, was? Hä? Ich hab mir doch einen Anspruch auf Halland geholt. Hä? What? Das ergibt null Sinn. Null. Hör auf, so viele Fragen zu stellen. Es ergibt wirklich null Sinn. Ich wundere mich schon, dass die Kriegspunkte nicht hochgehen. Aber wie auch? Wenn ich die falsche Provinz... Ja. Wie gesagt, ich habe vorhin das auch nicht so ganz verstanden, bis mir dann jemand mitgeteilt hat, das Kriegsziel ist was ganz anderes. Oh. Fantastisch. Fantastisch. Also, Basti, du kämpfst gerade um das Häuptlingstum von Kent, ne? Mhm. Gut. Das habe ich gerade festgestellt, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht und ich glaube, ich werde jetzt auch mal ganz schnell weißen Frieden machen, das geht aber nicht. Was, der Papst hat mich als Kretin bezeichnet. Als Kretin oder als Gratin? Als Kretin. Mit was? Mit Recht. Lecker Gratin. Gegrilltes Käsewürstchen? Man hat mich schon Schlimmeres genannt. Ich kann den zurückbeleidigen, dann beleidige ich einfach zurück. Okay. Ich bin eh exkommuniziert. Kann er doch machen, was er will. Mhm. Habemus papem my ass.